Der Grundstein wurde in Eiseskälte gelegt, beim Richtfest strahlte nun die Sonne. An der Pestalozzi-Straße in Gandakesee liegt der Neubau von 12 Wohnungen genau im Zeitplan. Die Gesamtkosten des Projektes, bei dem bezahlbarer Wohnraum entsteht, belaufen sich inklusive Grundstück voraussichtlich auf 2,2 Millionen Euro. Alle Wohnungen sollen zwei Zimmer haben, zwischen 60 und 80 Quadratmeter groß und barrierefrei mit dem Aufzug zu erreichen sein. Zudem gibt es eine Wohnung, die rollstuhlgerecht ist. Zimmerer Andreas Munderloh hatte die Ehre, den Richtspruch vorzutragen. Im Anschluss hatten die geladenen Gäste Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen.